Ich liebe Bücher einfach. Hallo ihr Menschen da draußen und herzlich willkommen auf meiner rosa Couch und in Jennys Book Club. Heute gibt es ein Video, das generell immer sehr viele Leute interessiert, und zwar geht es um meine Lieblingsbücher. Kann ich allerdings auch gut verstehen, denn ich selber schaue diese Videos auch immer sehr, sehr gerne an oder unterhalte mich auch gerne mit Leuten über ihre Lieblingsbücher, weil ich es einfach unglaublich spannend finde, welche Bücher andere Leute total begeistern konnten. Bevor ich jetzt aber anfange, euch meine Bücher zu zeigen, erwähne ich besser noch kurz davor, dass es heute nur meine drei absoluten Lieblingsbücher sind, die ich euch zeigen werde. Denn es gibt natürlich noch viel mehr Bücher, die ich total gern gelesen habe, die ich auch sehr gerne mochte. Aber das sind eben diese drei Bücher, bei denen ich mir im Nachhinein gedacht habe, ja, das ist mein neues Lieblingsbuch. Das sind auch die Bücher, die mir immer spontan sofort bei dieser Frage einfallen. Deswegen möchte ich euch heute genau diese drei Bücher vorstellen. Aber wenn ihr daran interessiert seid, dass ich euch noch mehr Bücher zeige, die mir sehr gut gefallen haben, dann schreibt sie doch bitte in die Kommentare. Und dann fangen wir doch gleich mal an. Als erstes haben wir hier von Patricia Highsmith Carol oder Salz und sein Preis aus dem Diogenes Verlag. Erstmal, worum geht es in dem Buch? In Carol geht es um zwei Frauen, einmal um die 19-jährige Therese, die als Verkäuferin in einem Kaufhaus arbeitet, und um die verheiratete Carol, welche auch schon ein Kind hat. Und die beiden lernen sich zur Weihnachtszeit in New York in dem besagten Kaufhaus kennen, in dem auch Therese arbeitet. Zwischen den beiden gibt es gleich irgendwie eine Anziehungskraft und die beiden merken auch sofort, da ist irgendwas, und lernen sich dann auch nach und nach kennen. Und tatsächlich entscheidet sich Carol dann auch für Therese und gegen ihren Mann und ihre Familie. Und das ist so ganz grob gesagt die Geschichte. Im Grunde geht es hier einfach um eine Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen, welche so um 1950 rumspielt in New York. Und das war ja noch eine Zeit, in der das nichts Übliches war, dass zwei Frauen eine Beziehung geführt haben. Auch nicht, dass sie die zwei Frauen eine öffentliche Beziehung geführt haben. Und deswegen finde ich die Thematik sehr interessant. Zum einen, weil es ja immer noch ein aktuelles Thema ist, aber zum anderen auch, weil es eben in der Zeit spielt, in der es noch kein aktuelles Thema war. Und was ich auch sehr, sehr mag, dass es eben zur Weihnachtszeit in New York spielt, und ich liebe, liebe, liebe die Weihnachtszeit und vor allem in New York. Es ist einfach so wunderschön. Jetzt habe ich eben ja schon erwähnt, was mir unter anderem sehr gut daran gefallen hat, aber mir hat eben generell auch diese Atmosphäre in dem Buch super gefallen. Einfach der Schreibstil, wie die Geschichte rübergebracht wurde, wie die Beziehung zwischen Therese und Carol beschrieben wurde, aber auch die Problematik, und ich habe das Buch unglaublich schnell weggelesen, weil es mich einfach total ergreifen konnte und mir die Geschichte so, so gut gefallen hat. Manchmal kann man auch gar nicht sagen, weshalb genau dieses Buch einen so ergreifen konnte. Aber bei mir war es eben der Fall und ja, ich habe es geliebt. Vielleicht kennt ihr auch die Verfilmung von dem Buch, denn das Buch ist auch vor ein paar Jahren verfilmt worden. Übrigens auch eine große Empfehlung, denn mir hat der Film auch unglaublich gut gefallen. Also wenn ihr gerne Geschichten lest über gleichgeschlechtliche Paare, gerade wenn es Frauen sind, oder auch Bücher, die eben so in den 50er Jahren spielt, dann kann ich euch das Buch auf jeden Fall empfehlen. Und wenn ihr es schon gelesen habt oder noch lest, dann lasst es mich bitte, bitte wissen, wie ihr das Buch fandet. Dann kommen wir tatsächlich zu meinem absoluten Lieblingsbuch. Und wenn ihr meine Videos damals schon geschaut habt, dann werdet ihr eventuell wissen, um welches Buch es sich handelt. Denn es geht um Es von Stephen King. Ich liebe dieses Buch, es ist so toll. Im Übrigen steht das Buch auch so ein bisschen für alle Stephen King Bücher hier in dem Video, aber insbesondere dieses Buch hier ist einfach mein allerliebstes. Ich denke, dass inzwischen einige die Handlung kennen, dadurch, dass das Buch ja auch erst vor kurzem wieder neu verfilmt wurde und dadurch auch wieder mehr ins Gespräch gekommen ist. Aber hier geht es ganz grob gesagt um etwas Böses, welches alle 28 Jahre zurück in die Stadt Derry in Maine kommt, und um sieben Kinder, welches dieses Böse dann bekämpfen wollen, weil alle in Bezug zu diesem Es haben. Dieses Böse, dieses Es, taucht in Form von einem Clown auf. Dadurch, dass Kinder sich eher zu einem Clown hingezogen fühlen, auch wenn es mir unverständlich ist, weil Clowns gruselig sind. Und dadurch dieses Es es leichter hat, die Kinder anzulocken und dann letztlich zu fressen. Allerdings ist dieser Clown nicht die eigentliche Gestalt, sondern dieses Es ist eine böse Macht, so würde ich es mal beschreiben, welches immer die Gestalt von genau dem annimmt, vor was man selber am meisten Angst hat. Genau das ist auch der Punkt der Handlung. Es geht hier um sieben Kinder, welches dieses Es letztlich bekämpfen wollen, und all diese sieben Kinder haben ihre eigenen Erfahrungen gemacht mit diesen Es
und haben es in einer bestimmten Form selber gesehen und finden dann über ihre eigenen Erlebnisse zueinander. Jetzt mal so ganz grob erklärt. Ich finde, es ist nicht einfach, die Geschichte in ein paar Sätze zu packen, aber ich denke, die meisten von euch kennen es sowieso. Aber ansonsten werde ich es auch unten nochmal verlinken. Gut, warum ist genau dieses Buch mein absolutes Lieblingsbuch? Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist es das Buch, welches mich damals so richtig zum Lesen gebracht hat. Ich glaube, ich habe das Buch mit 14 oder so gelesen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Also ist schon inzwischen... Moment mal, wie alt bin ich? Ich werde 23. Ja, das ist dann 9 Jahre her. Krass. Naja, auf jeden Fall, ich habe dieses Buch vor 9 Jahren gelesen und es hat mich damals so richtig zum Lesen gebracht, weil mich das Buch unglaublich in seinen Bann gezogen hat und ich einfach nicht mehr aus dieser Buchwelt raus wollte. Ich habe einfach jede freie Möglichkeit genommen, dieses Buch zu lesen, obwohl es ja wirklich unglaublich dick ist mit 1533 Seiten. Aber mich hat die Geschichte so fasziniert, gerade die Geschichte der einzelnen Kinder, wie sie zueinander gefunden haben durch dieses Es und dann diese Freundschaft entstanden ist. Und sie gemeinsam dieses Es bekämpfen wollten. Meiner Meinung nach steht sowieso nicht der Horroraspekt im Vordergrund. Ich meine, klar, er ist natürlich ein Teil. Stephen King ist vorrangig ein Horrorautor. Und ich will jetzt nicht bestreiten, dass ein kinderfressender Clown kein Horror ist. Aber nur durch dieses Es haben die Kinder überhaupt zueinander gefunden. Und es geht vielmehr um die Freundschaft der Kinder, wie sie Zeit miteinander verbringen und wie sie sich auch entwickeln. Denn wir erleben die Kinder einmal eben als Kind und später noch als Erwachsene. Das Ding ist eben, man verbringt über diese 1533 Seiten, ich erwähne es immer wieder gerne, so viel Zeit mit den Personen, dass man irgendwann das Gefühl ist, man ist selber ein Teil von diesem Loser Club und möchte einfach nicht mehr aus Derry raus, da man einfach einen totalen Bezug zu dieser Stadt und zu diesen Kindern gewonnen hat. Unter anderem liebe ich auch die Zeiträume, in welchen dieses Buch spielt, denn einmal spielt es, als die Kinder noch Kinder waren, Ende der 50er Jahre und als sie dann erwachsen sind, Mitte der 80er Jahre. Und das sind genauso meine zwei Zeiträume, in denen ich eigentlich selber gern gelebt hätte. Und was ich auch unbedingt noch erwähnen muss, falls ihr den Film gesehen habt, lasst euch bitte nicht davon abschrecken, das Buch trotzdem noch zu lesen. Ich muss gestehen, ich habe damals auch zuerst den Film gesehen. Das war der erste Horrorfilm meines Lebens. Und über diesen Film bin ich dann zu dem Buch gekommen und das Buch ist einfach 1000-mal besser. Ich habe das Gefühl, dass der Film ungefähr nur, wenn überhaupt, 1/3 der Handlung zeigt. Aber es war auch damals die alte Verfilmung noch. Trotz allem auch die neue zeigt nicht sonderlich viel von der eigentlichen Handlung. Und deswegen kann ich euch wirklich empfehlen, lest dieses Buch. Ich hatte immer noch total meinen Spaß dabei und konnte im Nachhinein auch sagen, das Buch war 1000-mal besser als der Film. Auch wenn ich Tim Curry als Pennywise wirklich genial finde. Und besser als den neuen Clown. Also wenn ihr dicke Bücher liebt, aber auch Bücher mit ein bisschen Horrorinhalten, aber auch über Freundschaft und Zusammenhalt, dann lest dieses Buch unbedingt und lasst mich bitte wissen, wenn ihr es schon gelesen habt, wie ihr es fandet und wenn ihr es noch lest, ob es euch gefallen hat. Dann kommen wir auch schon zum dritten und zum letzten Buch meiner Lieblingsbücher. Und dieses Buch ist euch vielleicht noch nicht ganz so bekannt, da ich es eher unter der christlichen Literatur ansiedeln würde. Aber das heißt nicht, dass es kein Buch ist, welches sich nicht lohnt zu lesen, denn es handelt sich um Die Hütte von William Paul Young. Auch dieses Buch hat in den letzten Jahren wieder ein bisschen mehr an Bekanntheit gewonnen, da es vor ein paar Jahren ebenfalls verfilmt wurde. Allerdings habe ich den Film nicht gesehen, sondern nur das Buch gelesen, weil ich mir die Handlung nicht so wirklich als Film vorstellen kann. In dem Buch geht es um eine Familie, welche vor ein paar Jahren Campingurlaub gemacht hat und bei diesem Urlaub ist die jüngste Tochter verschwunden. Ein paar Jahre später findet dann der Vater in seinem Briefkasten eine Nachricht von Gott, in welcher steht, dass er zu dieser Hütte kommen soll, in welcher man damals die letzte Spur von seiner Tochter gefunden hat. Der Vater reagiert natürlich erst ein bisschen irritiert, ich meine, würden wir vermutlich alle, und fragt sich, ob das wirklich eine echte Nachricht ist von Gott oder ob ihn da jemand verarschen möchte. Aber trotz allem fährt er zu dieser Hütte und trifft dort auf Gott. Allerdings trifft er dort nicht nur auf Gott, sondern auch auf den Heiligen Geist und auf Jesus und verbringt dann mit den dreien dort ein gemeinsames Wochenende. Ich weiß, falls ihr das Buch nicht kennt, klingt das jetzt erstmal schräg, aber lasst mich weitererzählen. Gott tritt hier auf in Form von einer dickeren schwarzen Frau, welche Mama genannt wird, Jesus in Form von einem Schreiner und der Heilige Geist als eine durchsichtige, geistliche Asiatin, so würde ich es mal beschreiben. Und zusammen beschäftigen sich die drei dann mit den Fragen, welche der Vater hat. Weshalb ist seine Tochter damals verschwunden? Weshalb wurde sie höchstwahrscheinlich ermordet?
Und warum ist das alles überhaupt passiert? Wie konnte Gott sowas zulassen? Und grob zusammengefasst, weshalb lässt Gott diese Gewalt und das Leid in der Welt zu? Ein weiterer großer Teil, mit dem sie sich beschäftigen, ist auch die Frage, kann er dem Mörder seiner Tochter vergeben? Und wenn ja, wie? So, das war jetzt mal so ganz grob die Handlung. Und ich hoffe, das klang jetzt nicht zu abgespaced für euch, aber ich kann euch sagen, das Buch ist wirklich grandios. Und ich habe es damals auch deshalb gelesen, weil ich mir wirklich gar nichts darunter vorstellen konnte und ich mir mein eigenes Bild davon machen wollte. Und ich wurde definitiv nicht enttäuscht, weil, wie ihr ja jetzt wisst, ist es eins meiner Lieblingsbücher geworden. Ich denke, es ist definitiv ein Buch, auf welches man sich einlassen muss und man darf auch nicht zu skeptisch daran herangehen. Dann wird man aber auch definitiv nicht enttäuscht, weil dieses Buch ist so eine wunderbare Erzählung und dieser Schreibstil bringt dich mit in diese Welt. Man hat wirklich das Gefühl, man ist in dieser Hütte vor Ort und ich hatte noch nie so ein Leseerlebnis, was auch ein Grund ist, warum dieses Buch jetzt eins meiner Lieblingsbücher ist. Weil man einfach wirklich das Gefühl hat, mit in dieser Hütte zu sein. Man sieht die Dinge, die beschrieben werden. Man hat dieses Gefühl, welches dort in der Hütte verströmt wird und fühlt sich während dem Lesen total leicht und gut aufgehoben und fühlt sich einfach unglaublich wohl. Auch die Antworten, welche auf die Fragen des Vaters gegeben werden, klingen schlüssig und man versteht einfach ein bisschen besser, wenn es einen Gott gibt, warum er so handelt, wie er handelt. Mehr kann ich jetzt auch gar nicht wirklich zu dem Buch sagen. Ich denke, ich habe euch klar gemacht, warum ich es so gerne habe. Aber mich würde es riesig freuen, wenn ihr euch das Buch auch mal zur Hand nehmt und eventuell lest, weil es wird euch sicherlich nicht enttäuschen. Es ist so ein unglaublich tolles Buch und es ist auch ein Buch, welches ich schon oft weiter verschenkt habe, weil es für mich einfach so das Buch der Bücher ist. Es klingt blöd, aber es ist ein Buch, was jeder lesen kann und es ist ja auch nicht dick, was jeder lesen sollte. Und was, ich bin mir da eigentlich ziemlich sicher, auch sehr vielen Leuten gefallen wird. Deswegen lest es und schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie ihr es fandet. Und wenn ihr es schon gelesen habt, dann ebenfalls, wie es euch gefallen hat. So, das war's dann mit meinen absoluten Lieblingsbüchern. Und ich hoffe, ich konnte euch ein paar Leseempfehlungen geben, wenn ihr sie noch nicht kanntet. Aber wie ich vorhin schon erwähnt habe, gibt es natürlich noch viel mehr Bücher, die ich sehr, sehr gerne gelesen habe. Und wenn ihr noch mehr über diese Bücher wissen wollt, dann lasst es mich bitte wissen. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!